Schema, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video um das Thema Darts. Ihr feiert es on stream bei mir gerade aktuell total, dass wir hier Darts spielen, auf dieser Dartboard-Scheibe hier, und seid auch wirklich so krass vertreten im Stream, dass ich auch nochmal jetzt hier an euch Dankeschön sagen möchte. Danke für euren Support, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr das feiert, was ich on stream tue und woran ich auch Spaß habe. Denn ihr wisst, FIFA aktuell bisschen kritisch. Ja, ihr habt euch gewünscht, laut Umfrage auf Insta, dass ich mal bei einem Dart Online Liga mich mal anmelde und dann mal mitspiele, dass wir sozusagen jede Woche immer so ein Spiel haben, wo es sozusagen ums Ganze geht. Weil natürlich auch ich möchte in Darts besser werden. Ich fange jetzt wieder an, seit 2-3 Wochen zu spielen, nach 6 Jahre Pause. Das ist nicht ohne natürlich, denn ja, ich habe die Darts für eine Zeit lang an den Nagel gehängt, sozusagen. Aber jetzt nach 6 Jahren Pause, ich bin wieder zurück, fange so langsam an, wieder meine alte Form zu finden. Das werdet ihr auch im Video sehen. Es gab ein paar schöne Momente, aber auch nicht so schöne Momente, denn ich bin aber noch zu unkonstant. Aber das kommt nicht nach 1-2 Wochen trainieren, sondern das Ganze dauert natürlich Wochen, Monate. Und auf diesen Weg möchte ich euch gerne mitnehmen. Das ist hier somit das allererste Video. Ich werde sozusagen zu dem Video gleich mit euch drüber sprechen und dann, ja, würde ich sagen, fangen wir an. Aber vergesst nicht, das Video sozusagen zu liken, abonnieren oder abonniert den Kanal. Es ist kostenlos, ihr würdet mich damit supporten, ich würde mich sehr, sehr drüber freuen, denn es kommt hier nicht nur Darts, es kommt hier auch natürlich Vlogs. Es wird auch wieder was zum Thema E-Sports und FIFA kommen oder auch mal GTA, RP. Also wir sind hier schon sehr, sehr breit aufgestellt. Und wenn ihr das die ganze hier feiert und euch hier auch ein Abo da lässt, dann würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Denn ja, Support ist kein Mord. Und ja, mich motiviert es natürlich immer umso mehr, wenn ich weiß, ihr feiert das, was ihr seht. Und wenn ihr Tipps habt oder Anregungen, in die Kommentare rein, schreibt da was rein und lasst am Ende für das Video ein Like da. So, jetzt sehe ich hier im ersten Leg sozusagen, da steht noch 0-0, gespielt wurde hier Best of 12, also sozusagen es kann auch wie eine Premier League ein Unentschieden kommen, also auch ein 6-6. Und ja, wir starten hier mit dem ersten Leg, ihr seht, die Anzahl der Würfe ist noch ein bisschen lang, die Liste, aber der Gegner hier macht's gut aus. Curly macht 106 direkt aus mit 20, Triple 18 und Doppel 16. Wunderbar. Also da kann man echt nichts sagen. Game Shot. Und ja, somit hat er den ersten Leg für sich gewonnen. So, wir beginnen jetzt den zweiten Leg direkt mit der 140. 140. Da war ich auch sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Erstmal, dass ich so gut rein starte, weil ich starte in der Regel zurzeit nicht so gut rein. Danach seht ihr, waren die nächsten Darts nicht so gut. Jetzt wieder mal ein Highlight mit 125. Der Gegner eher konstanter mit den 60. Am Ende bin ich bei 5 angekommen. Spiele hier die Single 1 und gehe auf die Doppel 2 runter. Und da ist er. Und da ist der Schrei. Da ist der Schrei. So. Wie viele Darts für den Checkout? Insgesamt 3 Darts. Ne? Aber 2 Darts haben wir für den Checkout gebraucht. Den ersten haben wir daneben gesetzt. Leg Nummer 2. Der Gegner fängt an. Curly 180. Hier mit einer starken 121. 121. Natürlich auch für einen Gegner wie mich als Amateur. Ja, erstmal harter Tobak zu wissen, wie du reinstarten musst. Ihr seht 41, 41, 41. Nichts war höher wie 41. Und der Gegner hier direkt mit der 140. No score. So, da haben wir einen kleinen Follow bekommen. Vielen Dank dafür. Du dämlicher Bastard! Da schimpfe ich auf mich selber. 25. Aber, ja. Das hätte man auch rausschneiden können. Hatta. Nächstes Mal gibt es kein Gehalt mehr. So. Und hier, Curly 180 wieder direkt mit dem ersten Dart. Game Shot. Auf die 10. Ne, mit der zweiten sogar, wie ich jetzt sehe. Den ersten hat er weiter oben hoch angesetzt. Ja. Somit steht es 2-1 nach Lex.
Und hier Curly 180 wieder mit der nächsten 140. Also er hat wirklich so schön saubere Würfe. 140. Und falls ihr euch fragt, wer callt im Hintergrund, das ist Thomas Schleifstein, Shorty Seiler. Und hier Curly 180 macht die Tops aus und ich bin noch bei 149. Also ihr seht, ich kam aber auch nicht gut rein ins Spiel. Ja, es ist die Nervosität vor Zuschauern zu spielen. 60. Du weißt, es geht um was, du möchtest deinen Zuschauern auch was bieten. Und da muss ich noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Aber das war schon jetzt am Montag ein bisschen besser. Jetzt hier auch endlich mal von mir mal wieder mal ein Triple. 100. Schön, die 100. Das war schon ganz gut. Natürlich mit 3-1. Ja. Und hier die 180 von Curly 180. Und da feiert er sich zurecht. 180. Das war von mir auch so ein Nicker. Natürlich. Ich wollte mich nicht außer Konzentration bringen. Aber natürlich, ja. Ich habe danach geworfen, die 85, glaube ich. Aber jetzt hier auch wieder schön. 118. Schön geworfen. 118, damit man Doppel-11 Rest hat. Ich verkack's aber. Muss mich stellen, 3. Und dann auf Doppel-4. Ja. Da hatte sozusagen die Doppel-4 getroffen. Game Shot. Somit steht's 3-2 für Curly. Curly auch sehr, sehr fair, muss ich sagen. Applaudiert. Gibt Daumen hoch in die Kamera. Er hatte halt so eine Kameraeinstellung, dass man auch ihn sehen konnte. Das habe ich nicht bei Lidarts, wo ich spiele. Und jetzt hier Curly mit seiner ersten Aufnahme. Wieder ein Triple-Segment. Ja. Und macht hier wieder eine 100. Und ich habe hier mit der 34 gestartet nach dem Leck-Gewinn. War nicht gut. War mein Anwurf-Leck. Und hier wieder der nächste Triple von Curly. Und ja, saubere 100. Und das hat ihn jetzt übers Spiel gebracht. Er hat einfach einen sauberen Wurf als ich. Aber ich mach Doppel-2, das ist mein Doppel geworden. Mach ihn direkt mit dem ersten Pfeil. Und natürlich für alle, die sich fragen, ja, Gavin Price für Arme. Ich bin emotional. Ich bin in FIFA so, ich bin in Dart so. Also ich spiele hier niemanden. Ich bin so, wie ich bin. Und ich liebe es, emotional zu sein. Aber 140 hier wieder von Curly. Also ich muss sagen, es steht 3-3 nach Lex, aber Curly hat so schön gespielt. Und bevor ich mich jetzt hier kleinrede, 123 hinterher von mir natürlich. Ne? Curly wieder Daumen hoch. Also ehrlich, er war ein sehr, sehr fairer Sportsmann. Sehr, sehr lieber Kerl. Ich wünschte, er würde hier in Nürnberg wohnen. Dann hätte man sich auch mal persönlich treffen können und mal persönlich trainieren können. Aber bleibt keine Zeit, im Spiel drüber nachzudenken. Ich mit der 100. Und jetzt hier Curly kann hier die Tops ausmachen und muss dann damit über Doppel-10 gehen. Ja, und jubelt. Daumen hoch. Immer nach jedem Leck. Daumen hoch zeigen. Ja, habe ich gesehen. Und GG sozusagen fürs Leck. Und somit steht es 4-3 für Curly. Nach Lecks. Und ja, ich starte hier wieder mein Leck mit einer soliden 60. 60. Ich bin mit einer 60 zufrieden, weil dann weiß ich habe 3 gerade Pfeile ins 20er-Segment getroffen. Denn als Anfänger 36. Bist du immer so, du streust ziemlich. Wie jetzt zum Beispiel, du gehst in die 5 rein oder gehst dann wieder in die 1, 21, dann wirfst du 26 oder mal 36. Aber hier habe ich mich gut gerettet mit der 95, dass ich am Ende noch die Triple 20 treffe. Jetzt hier, Curly, seht ihr unten, ja, Triple 5, Triple 1 und die 20. Oder Single 1 war das sogar. Und jetzt auch ich, Triple 1, Single 20, nochmal 20. Also das sind diese Streuungen. Also ich hab immer ein Dart, das immer dahin geht, wo ich es nicht will. Und daran muss ich einfach arbeiten, weil wir jetzt hier sehen können, Curly wieder schön mit 3 geraden Darts, wirft die nächste 140, glaube ich, oder die 100. 140 wieder. Also das war schon überragend, muss ich sagen. Ich auch jetzt hier mit 2-3 schöne Darts. 60. So. Come on. Und dann ärgere ich mich aber auch nicht sehr darüber, sondern ich mache dann die Tops aus, weil dann bin ich confident. Ne? Erster Pfeil, schön mittig, zwar nicht mittig vom Feld, von der Höhe her, aber von der Breite her schön mittig gesetzt. War super, somit steht es 4-4, also spannendes Spiel, aber danach macht's Curly aus mit der Doppel-12. Erster Pfeil sitzt. Er hat, falls ihr euch fragt, warum wackeln seine Pfeile so, er hat die flexible Startpfeile. So, auch jetzt hier wieder. Kam ein Follow 100. Rein. Also Cutter, ne? Sowas muss man ausschneiden fürs nächste Mal.
Der liebe Jaden, nochmal auch Push an ihn. Und ich jetzt hier, was ich gesagt 66. habe. Eins geht in die 5, eins geht in die 1 oder einer geht in 20, aber diesmal Triple 20 Segment. Könnte eine 100 sein, wurde am Ende aber nur eine 66 in dem Fall. Und hier Curly jetzt hier mit 114 und macht sie aus mit dem Bullseye. Bullseye-Finish. Ja, da muss ich sogar lachen und sagen, wow, was ein Finish. Weil ja, er wirft erst die Triple 1, geht dann auf die Triple 17 runter, hat 54 hat geworfen und somit 6, noch 50 Rest. Er hat Matchstart. Ja, und macht's mit Bullseye aus, ne? So, er hat Matchstart, er steht 5-4. Was heißt Matchstart? Er steht 6-4, glaube ich. Genau, er steht 6-4. Und ich weiß, jedes Leg, was ich jetzt verliere, ist dann vorbei. Oder ja. Jeder Wurf, den ich jetzt schlecht werfe, dann habe ich verloren. Ja. Curly hier mit der 9. Single 1, damit er sich auf 8 stellen kann. Doppel 4. Ja, und den macht er. Und somit hat er gewonnen. GG. Auch von mir jetzt hier nochmal Applaus. Game Shot in the Match. GG. Dafür. Ja, also ihr habt's gesehen. Ich habe leider mit 7-4 verloren. Es war aber ein cooles Match. Es war bis 4-4 so auf Augenhöhe, aber mit der Tendenz mehr für Curly 180. Nochmal wirklich GG und Props von mir an Curly 180. Du hast wirklich toll gespielt. Du warst wirklich ein toller Gegner, respektvoller Gegner. So sollte es auch sein. Ich denke, wir werden uns mal öfters noch über den Weg laufen in der Lee-Darts-Szene. Und auf jeden Fall, da freue ich mich sehr, denn so viele Highlights, die er gespielt hat und die Checkouts waren wirklich wunderbar. Er war wirklich ein sehr, sehr angenehmer Gegner. Für mich hieß es einfach danach weiter trainieren, an den Schwächen arbeiten. Das waren die Doppelfelder. Dann hat man direkt am Montag gesehen, mit mehr Konzentration. Ich habe mich nicht mehr aufgeregt, ich war ruhig. Dann habe ich meine Doppelfelder getroffen und schon ging mein Average von 45 auf einmal so auf die 55 bis 60 hoch. Und da bin ich schon sehr zufrieden jetzt, dass ich dafür erst seit der Darts-WM, also seit 3 Wochen circa, wieder aktiver Spiel, seit 2 Wochen jetzt eigentlich richtig aktiv durch den Stream. Und ja, lass uns mal abwarten, wie es ausschaut in 3, 4, 5 Monaten. Denn ich weiß, wie es ist, noch besser spielen zu können. Zwar jetzt kein 90er Average oder so. Ich hatte früher so ein 70er Average bis 75, sowas in dem Dreh. Ich habe auch ein Spiel schon mal gehabt, da habe ich auch schon mal ein 96er Average gespielt. Aber Best of 3 Legs war das plus natürlich. Aber es ist trotzdem, ja, wo ich sage, ich weiß, ich kann es, aber ich kann es nicht konstant bringen. So, mal einen Sahnetag zu haben, so, das bringt dir halt nichts auf ein Turnier, wenn du dich halt qualifizieren möchtest für etwas Großes. Denn dann, brauchst du einfach mal in diesem Tag im Jahr einen Sahnetag und es ist sehr, sehr schwer, den zu bekommen an dem Tag. Deswegen, man muss an der Konstanz arbeiten und lass uns mal abwarten, was die nächsten Wochen, Monate passiert. Denn auf jeden Fall, es kommen neue Sachen. Ich werde mir auf jeden Fall eigene Flights anfertigen lassen mit meinem eigenen Logo. Das Logo wird auf Insta, seht jetzt hier meinen Insta-Namen, hier, werde ich da veröffentlichen. Dann gibt es natürlich auch noch ein Dart-Shirt, dann gibt es auch noch ein Surround und dann, werde ich auch was für euch noch zu gewinnen besorgen. Deswegen bleibt up to date. Kommt in den Stream rein. twitch.tv/Zellari Prime. Und ja, mein Darts-Name, dass ihr auch da Bescheid wisst, falls ihr uns über Lee Darts mal sehen, ist der Dynamite. Warum Dynamite? Denn mein Hund Dino sozusagen, ja, der ist in meinem Herzen. Und deswegen dachte ich, Dynamite ist auf jeden Fall ein cooler Name. Damit kann ich mich identifizieren. Und das ist einfach mein Darts-Name. Aber auf Twitch sozusagen heiße ich Zellari Prime. Denn da bin ich in der E-Sport-Szene so bekannt. Genauso auch privat. Und deswegen, ich heiße eigentlich überall Zellari Prime. TikTok, YouTube, Insta, Twitter, Twitch. Also da könnt ihr gerne überall ein Follow da lassen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und ich bin dann schon mal raus. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, Follow da lassen und lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.